Und herzlich willkommen zum nächsten Titelkampf hier um den WWE SmackDown Women's Championship. Charlotte Flair gegen Sonya Deville, die aktuell Championess ist. Yes, hi, hi. Hallihallo, Herzlich willkommen willkommen. zum nächsten Part von Payback und dem zweiten Titelmatch und dem ersten Titelmatch für SmackDown, dem SmackDown Women's Championship Match. Ich hab in der Einleitung im letzten Part schon ein bisschen erzählt, deswegen, Katie, würde ich dir mal ein bisschen überlassen, da mehr über die Begebenheiten zu reden. Das wollte ich nochmal ausreden lassen. Und damit auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zum ersten von vier Titelmatches aus dem Blue Brand, vom zweiten von neun Titelmatches hier bei Payback. Alle Titel werden verteidigt. Das war bei Money in the Bank ja noch nicht der Fall. Aber es ist ein Match zwischen zwei Urgewalten. So kann man es, glaube ich, bezeichnen. Charlotte Flair, die im letzten Monat sicher das Recht erkämpft hat. Sie selbst würde sagen, eigentlich hätte ich das schon längst verdient, diesen Titel um meine Hüften zu tragen. Es ist unausweichlich, es ist unvermeidbar, dass ich diesen Titel tragen werde. Denn ja, sie ist eine Flair. Sie hat das Geburtsrecht, diesen Titel zu tragen. Und das hat sie auch präsentiert in den letzten Wochen und Monaten. Natürlich auch in dem Tag Team Match letzte Woche, in der sie die Money in the Bank Kofferträgerin Rhea Ripley besiegt hat und damit weiterhin den Standpunkt gesetzt hat, sie sollte die Titelträgerin, sie sollte unser neues, unser New and Improved, unser revitalisiertes SmackDown, unsere revitalisierte SmackDown Women's Division anführen. Nachdem sie ja so lange den Titel nicht getragen hat, 2K16. Ich glaube, mit dem Wechsel zu 2K16 Richtig. hat sie ihren Titel ja verloren aufgrund des Wechsels. Und Ja. jetzt soll es nach so langer Zeit endlich soweit sein und eine Flair soll wieder Gold in der WWE tragen. Genau, sie war wirklich nur Championess über eine Nacht, mehr nicht. Und genau, das ist nicht ihr Anspruch. Das will sie sich nicht gefallen lassen. Laut ihrer Aussage haben wir sie lange genug ignoriert, denn jetzt möchte sie das, ja, was sie ihrer Meinung nach verdient hat. Und Aber eine Frau hat was dagegen. Genau, deine. ja, unbestreitbar, dass es schwierig wird, denn Sonya Deville ist eigentlich auch aus dem Nichts gekommen, aber auch ein bisschen ignoriert worden. Aber wir dürfen nicht vergessen, ehemalige MMA-Fighterin, Kämpferin, und das hat sie bewiesen, sich Richtig. durchgeboxt, diesen Titel behalten, auch wenn niemand damit gerechnet hätte. Und damit sind wir hier. Aber ich glaube trotzdem, dass wir heute einen neuen Titelträger sehen werden, allein aus dem Grund, wir reden hier von Charlotte Flair, der vielleicht größten und glamourösesten wahrscheinlich Women's Champion der Geschichte, auch wenn sie nur einen Tag war. Allein schon ihre Präsenz ist sie im Ring schon groß und deswegen gehört ihr eigentlich dieser Titel, allein aus diesem Grund schon. Sie ist technisch vielen überlegen, auch noch Sonya Deville. Von dem her ist es nicht die Frage, ob, sondern einfach, wann sie diesen Titel bekommt. Solid Wins, lol. Ja, sagen wir mal so, Charlotte hat in den letzten, Aber ja, Wochen bewiesen, dass sie es Greg, kann. jetzt in den Richtig. Ring erstmal für die offiziellen Introductions. Warum buht ihr? Erkennt ihr nicht die Excellence? Genau, aber die Frage ist halt, wie gesagt, es könnte die schwierigste Herausforderung sein, weil wir wissen, was Charlotte kann. Sie hat ihre Siege eingefahren, Oh ja. hat, man darf auch nicht vergessen, damals die unbesiegbare Asuka geschlagen. Allein Hast du das, jetzt viel gebrochen, ja? Ich ja, bin der alleine, Championess. allein, dass sie aus diesem Grund nie eine große Titelchance bekommen hat, ist eigentlich ein Affront, müssen wir ganz ehrlich sein. Und wie gesagt, deswegen wird sie heute viel abzuladen haben, allein schon an Wut, und deswegen wird das wahrscheinlich in meinen Augen auch wahrscheinlich gar nicht so lange dauern. Sie hat in den letzten Monaten alles abgeladen, hat Gegner nach Gegner dezimiert.
Es ist extrem schwierig zu tippen. Sonny Deville. Sonny Deville darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Hat extrem gute Leistungen gebracht, auch in den letzten Monaten. Hat bewiesen, dass sie eine Fighting Champion ist, dass sie eine dominante Champion ist. Hat Ember Moon absolut vernichtet. Von daher sehr, sehr schwierig zu tippen. Was sagen die anderen nochmal? Bernie sagt Sonja, Daniel, Charlotte. Was, wie sehen die anderen das? Ja, Charlotte wins, lol. Achso, stimmt. Ich hab dich vergessen, Entschuldigung. Ja, danke. Passt okay. Den kann man auch mal vergessen. Ich kann mehr sagen, was das Match hier betrifft. Währenddessen erstmal Achtung, Knee Drop von Charlotte. Ich glaube tatsächlich, heute wird der Titel verteidigt. Ich glaube, Sonja Deville macht das Ganze. Alter. Seht ihr, was ich meine? Konstellation, die wir letzte Woche vor allem gesehen haben beim Contract Signing. Eine Charlotte, klar, wir haben es auch gehört, Daniel, wie gesagt, ist alleine schon aufgrund ihrer Art bei manchen nicht ihr beliebteste, vielleicht auch ein bisschen Neid, mag sie selbst behaupten. Aber eine Sonja hat sich erstaunlicherweise sehr vernahegegeben, ist aus der Crowd reingegeben und jetzt gerade auch mit der Geste nicht konzentriert auf Charlotte, sondern auch in Richtung Fans. Ja, sag mal so, heucheln kann jeder. Aber sag mal so, gegen Charlotte. Übrigens, sagt dein Mann jetzt auch Charlotte. Sag mal so, gegen Charlotte kann man das aber machen. Dass da, sag mal so, viele einfach die Exit Laws einer Charlotte nicht wirklich wahrhaben wollen. Viele wissen gar nicht, was sie an einer Charlotte Flair haben. Sie ist eine Bereicherung. Jedes Mal, wenn sie im Ring steht, das ist unbestreitbar. Und sagen wir so, dass viele nicht dieses glamouröse Erscheinungsbild an der Charlotte Flair haben, natürlich sorgt das für Neid, aber das ist halt die Dummheit der Menschen. Sie wissen eben nie, was sie haben. Also keine Frage, eine Charlotte Flair ist eine Erscheinung, körperlich, physisch, also athletisch durchaus einiges. Das muss man ihr lassen, aber ich da muss ich jetzt auch noch erwähnen, wollte Sonja Deville mittlerweile schon, vielleicht mögen es manche vergessen haben, die letzte Titelverteidigung gegen Ember Moon schon 6 Wochen her. 8 Wochen mittlerweile schon unsere SmackDown Women's Championess und das ist auch schon durchaus ordentlich. Manche haben die Titel nicht einmal verteidigt oder im Sinne von Charlotte Flair verteidigen können. Das dafür, man kann mal sagen, dafür hat sie viel Kritik bekommen. Ich habe die Kritik gehört, so der Champion verteidigt nicht bei dem Pay-Per-View, was ist hier los? Verständlich, diese Kritik muss man auch ganz ehrlich sagen. Dass sich diese dann auf die faule Haut legt und nicht nochmal ihren Titel verteidigt, sagt schon viel über Sonja Deville aus. Muss man auch mal so stehen lassen. Okay, hier dann, ich würde aufpassen. Ich die GMs einfach mal eingreifen können in der Hinsicht. Sagen müssen, nee, du musst mir mal nicht denken. Wir haben das fördern und fordern. Sagen wir so, sagen das genau das Gegenteil. Wir haben ihr das gewährt. Wir haben gesagt, du hast eine gute Leistung gemacht. Nicht gut fürs Business. Keine Business-Entscheidung. Es geht darum, dass man seine Champions auch nicht overworkt. Ne? Das ist ja, wir wollen das Ganze ja nicht inflationär behandeln. Wir sind ja nicht in den 2000ern. Wenn ein Champion 2 Matches in einem Monat streiten muss, dann ist das ganz schön harte Arbeit. Ausnahmsweise muss ich sogar Sub mal zustimmen, dass ich das mal sage. Ich meine, ihr müsst doch mal wissen... Okay, ab jetzt jeden Monat 2 Titelmatches bei Raw? Das meinte ich. Sonst ist ja auch alle... Wenn es dazu kommt. Okay, aber, dann werde ich das gespannt verfolgen. Aber sag mal so, ihr dürft euch nicht vergessen, allein schon, mir ging es darum, nicht bei Payway zu verteidigen. Es gibt sowas, das nennt sich Best for Business. Und wenn man nicht den Champion dort lässt, das zieht Leute nicht ran. Daniel, Charlotte Flair war doch bei Money in the Bank und hat da allen gezeigt, wie gut sie ist. Ist das nicht genauso Best for Business? Ja, darüber braucht man gar nicht reden. Dass Charlotte beim Payway ist, ist eine Garantie. Braucht es dann überhaupt ein Titelmatch, wenn die große Charlotte Flair uns mit ihrer Anwesenheit präsentiert? Wir können den SmackDown Women's Title auch abschaffen. Theoretisch wäre das natürlich auch möglich, ja klar. Aber es geht mir einfach ums Prinzip. Das war schon knapp. Wie gesagt, wir müssen uns vor niemandem rechtfertigen. Ein Titelmatch pro Monat reicht. Wir achten auf die Gesundheit auf unsere Champions. Wir achten darauf, sie nicht zu overworken. Wir sind nämlich keine Sklaven. Und wenn wir jetzt schauen, kannst du nicht überschreiben, aber nein. Wie gesagt, war vorbereitet. Wie gesagt, das ist halt die Ringintelligenz einer Charlotte Flair. Die hat das halt vorher gesehen. So wie er gesagt hat, hat eine Charlotte ja am Freitag auch schon ein Match gewirkt. Das ist ja dann auch ihr 2. Match diesen Monat. Ist sie dann auch schon overworked? Deswegen haben wir auch gesagt, beide Match. 1, 2,
Also Sonja wollte am Freitag ja das Match alleine gegen irgendjemanden per Open Challenge, aber dann haben wir auch offen gesagt... So, Finger 8 Rhea hat in diesem Move getappt, Io Shirai hat in diesem Move getappt. Aber nicht die Championess. Sie kommt öffnen. Ich glaube, Sonya ist gefühlt jetzt die Erste, die aus diesem Move herauskommt. Das ist schon unglaublich. Ah, oh, schön den Vorarm ausgewichen von Charlotte. Ja, direkt nicht nachlassen, so wie es gehört. Und Suplex. Ja. Und hier hat Schluss. Road Break. Ja, wie gesagt, was ich auch schon, da ging das schon in eine ganz andere Richtung. Schauen wir mal kurz. Genau, eine Charlotte Flair steht ja in diesem Titelmatch. Eine Charlotte Flair kriegt von uns ja diese Chance, weil wir genau wissen, sie ist begnadet, sie ist absolut talentiert, sie ist athletisch, sie ist beeindruckend und deswegen ist sie überhaupt in diesem Titelmatch. Deswegen wäre sie auch eine verdiente Championess. Aber es ist natürlich offensichtlich, warum die Leute buhen. Es ist nun mal... Nur weil du ein grandioser Wrestler bist, heißt das nicht, dass Leute dich sofort supporten. Du musst halt auch mit den Fans connecten. Du musst auch gewisse, wenn du gewisse Persönlichkeitszüge hast, die den Leuten nicht gefallen, dann buhen sie halt. Interpretierst du viel zu viel rein. Der Grund ist viel simpler. Die Leute sind einfach nur neidisch, wie ich es schon gesagt habe. Und wie ich schon gesagt hatte, Menschen sind eben leider dumm. So einfach ist es halt eben. Ich fand's auch generell faszinierend. Wie gesagt, also ich fand faszinierend, ist Sonya Deville, die bei weitem Charlotte. Auch nicht jedermann sonst. Countout bringt sie den Titel nicht, Charlotte. Sagt. Ja, sie will, dass er reinkommt. Die wird auch reinkommen. Unterbricht den Count. Ja, sie will da kein Risiko eingehen. Ja, das ist. Sonya setzt direkt nach und jetzt ihrerseits geht sie. Kommt jetzt vielleicht von ihr eine Geste? Tatsächlich. Ja, das Ding ist halt, sie. Ihrerseits eine Geste in Richtung Charlotte Flair. Roundhouse-Kick und schöne Kicks. Knien. Ja, starke Knies. Wer da ein Mittel gegen hat, ist eine andere Frage. Ground and Pound, genau das braucht eine Sonya Deville. Und jetzt hier, Armbreaker. Armbreaker. Ringmitte. Das wäre natürlich eine absolute Demütigung, wenn die Queen tappen müsste. Aber nein. Ja, aber nicht mit Charlotte Flair. Guckt euch mal an, da kämpft sie sich raus. Mit Faustschlägen. Da muss schon mehr kommen. Sich hier aus diesem Cross-Arm-Breaker. So, Takedown. Wieder Takedown. Nein. Weil genau Charlotte das muss Sonya machen. Sonya muss Charlotte halt durchgehend am Boden halten, wenn sie hier dieses Match gewinnen will. Match kontrollieren. Muss die athletische Überlegenheit einer Charlotte Flair halt, wie gesagt, auskontern, sie am Boden halten, sie das Match kontrollieren und dann hat sie eine Chance, weil wenn Charlotte Flair das machen kann, was sie will, dann hat kaum eine Frau eine Chance. Wie gesagt, einfach immer nah am beim Fußball würde man sagen, nah am Mann bleiben. Ich glaube auch eine Sonya Deville, wenn das hier in den Clinch geht, wenn das hier ins wirklich griechisch-römische Wrestling geht, da würde ich sogar eine Sonya Deville etwas stärker ansehen. Ja, das ist das, was es ist. Her. Das ist das, die einzige ganz, ganz kleine Chance, wo sie eine Chance hätte. In einem direkten Brawl, weil da ist sie stärker durch ihren Background. Das stimmt. Jetzt ist einfach Schluss. Achtung, denn Finger vor. Das ist, glaube ich, der letzte Moment der Regentschaft von Sonya Deville. Die Bitch ist durch. Schluss. Das war es wahrscheinlich. Sonya New war, Champion. Und habe ich irgendwas anderes behauptet? Es war klar. Und da kann sie zu Recht lachen. Ja, weil es keine Herausforderung war. Das muss man einfach mal sagen. Sagen wir mal so, da bitte ich dich um etwas Realismus, denn das war definitiv eine große Herausforderung für Charlotte Flair. Das war kein Spaziergang. Aber am Ende, ich habe auch für sie getippt, weil ich auch von einer Charlotte Flair überzeugt bin, weil ich weiß, was sie kann. Und sie hat hier verdient gewonnen und hat sich den Titel zurückgeholt, in Anführungszeichen, den sie damals nie verloren hat. Herzlichen Glückwunsch. Das, obwohl eine Charlotte mit 2 oder 3 Matches diesen Monat total overworked war. Richtig. Großartige Leistung. Wie gesagt, das zeichnen halt wahre Champion aus. Die kämpfen sich durch eben den Kalkül von eben den Higher-Ups. Das ist das, was wahre Champions ausmachen. Was? Sehe ich auch so. Nachdem wir ihr ein Number-One-Contender-Match und ein Steel-Match gegeben haben, hat sie sich gegen unsere Tyrannei durchgekämpft. Ja, wie gesagt, okay, macht auf jeden Fall Sinn.
Herzlichen Glückwunsch. Schade für. Es gibt Unterschiede zwischen Cockroaches und halt wahren Und Arschkriechern. Ja, natürlich kommt das von einem, der immer jetzt fang nicht gegen das an. Business kämpft. You effing dare. Okay, stopp. Caddy, komm. Ich zieh mal Caddy beiseite. Was gibt's denn im nächsten Match? Ja, wie gesagt, diese Diskussion könnte ich noch lange führen, aber apropos Diskussion, es wird ein Mann geben, der Diskussion sehr gerne führt, denn warum ist schon bei Bereicherungen für eben das Wrestling sind? Maxwell Jacob Friedman, MJF, persönlich hat ein Match heute Abend und zwar gegen den King Drew McIntyre, der ja etwas mit ihm in Konfrontation geraten ist. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Und Herr Kelly, wir können diese Diskussion gerne danach noch fortführen. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ja, bis dann. Ciao.